Gegen Viertel vor sechs kam es hier zu einer gewaltigen Detonation hier mitten in der Kölner Innenstadt. Die Detonation war sehr, sehr gewaltig, das sieht man am Ausmaß. Überall sind Splitter verteilt, Deckenteile sind runtergekommen. Die Polizei spricht aktuell von einem Verletzten. Es handelt sich nach Bildinformationen um eine Reinigungskraft, was gerade in dem Moment, wo die Detonation stattfand, die Mülltonnen rausfahren wollte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte großes Glück im Unglück. Er litt nur einen Hörsturz und ist soweit stabil. Was die Hintergründe sind, die sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet und versucht jetzt zu prüfen, was Hintergrund sein könnte, wie es zu dieser Detonation kommen konnte.